Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zu unserer heutigen Pressekonferenz. Auch ein herzliches Willkommen an alle Zuschauerinnen und Zuschauer bei Eintracht TV im Livestream. Heute haben wir hier zu Gast den Sportvorstand der Eintracht Frankfurt Fußball AG, Markus Krösche. Das ist ein obligatorischer Termin, denn es gehört ja zum guten Ton, dass der Sportvorstand eigentlich den Jahresauftakt macht. Das haben wir natürlich ein bisschen verschoben aufgrund des Transferfensters. Das soll ja auch einfließen in dieses Gespräch. Und damit, lieber Markus, würde ich auch gerne beginnen. Das Transferfenster ist nun schon, ich glaube, 2 Wochen geschlossen, war wieder mal hektisch hinten heraus und ich würde dich bitten, so ein bisschen zu erläutern, wie deine Gedanken dazu sind, auch hinsichtlich natürlich dann der Themen, die im Sommer auf uns zukommen. Das ist ja ein Gesamtkomplex. Ja, auch von meiner Seite erstmal herzlich willkommen. Ich glaube, dass wir auch wieder ein sehr aktives Transferfenster hatten, was relativ ungewöhnlich war. Jetzt im Winter, normalerweise ist es ja so, dass man im Winter relativ wenig macht oder irgendwo ein Stück weit nur punktuell nachjustiert. Wir hatten natürlich aufgrund der Thematiken im Sommer mit, dass Randall praktisch nach dem Schließen des Transferfensters dann noch Richtung Paris gegangen ist, so ein bisschen Nachholbedarf auch im Offensivbereich und haben da sicherlich jetzt auch ein Stück weit perspektivisch auch schon was machen können. Wir haben natürlich mit Sascha und mit Donny jetzt 2 geholt, die schon am Anfang der Transferperiode da waren und jetzt zum Schluss mit Hugo und mit Jean-Matteo 2 Jungs, die jetzt zum Schluss gekommen sind, die natürlich jetzt auch noch ein bisschen Zeit brauchen, um anzukommen, aber sie helfen uns natürlich ein Stück weit variabler zu sein. Wir haben generell, wenn man sich jetzt das Transferfenster in dieser Saison anschaut, Sommer wie Winter natürlich relativ viel gemacht und wollen natürlich jetzt ein Stück weit den Umbruch, vom Umbruch habe ich irgendwo mal nochmal gelesen, natürlich irgendwo ein Stück weit nicht jedes Jahr haben, sondern es geht darum, natürlich eine gewisse Kontinuität zu bekommen. Wir haben jetzt die Fähigkeiten, die uns so ein bisschen gefehlt haben, jetzt vielleicht auch in den letzten Jahren, was gerade auch Geschwindigkeit und auch ein Stück weit Variabilität in der Offensive angeht, was auch defensive Stabilität angeht, glaube ich, haben wir in den letzten beiden Transferfenstern, glaube ich, ganz gut einen Schritt nach vorne gemacht. Und natürlich haben uns auch im Sommer sehr, sehr viele Leistungsträger verlassen, sind dann auch ihren persönlichen Karriereweg weiter verfolgt bei anderen Clubs. Aber für uns ist es natürlich dann auch wichtig, jetzt eine gewisse Kontinuität auch zu bekommen, dass wir nicht mehr so viele Abgänge dann immer haben, wie wir es jetzt auch in diesem Sommer hatten, sondern dass es einfach darum geht, zu versuchen, diesen Kader ein Stück weit auch langfristig oder längerfristig zusammenzuhalten, weil wir natürlich auf der einen Seite natürlich auch sportlich unsere Ziele erreichen wollen und dafür natürlich auch, sage ich mal, eine gewisse Kontinuität im Kader herrschen muss, um einfach auch Automatismen, damit die sich entwickeln, damit die Jungs eingespielt werden, damit wir dann auch uns als Mannschaft weiterentwickeln können. Von daher, glaube ich, sind wir jetzt in einer ganz guten Situation, haben auch ein Stück weit eine gewisse Variabilität und auch eine gewisse Altersstruktur, die es uns erlaubt, natürlich jetzt auch diese Mannschaft weiterzuentwickeln freuen uns jetzt einfach darauf, dass wir hoffentlich die nächsten Jahre mit dem Kader im Großteil dann auch bestreiten können, um dann einfach auch sportlich den nächsten Step zu gehen. Kurzfristig freuen wir uns auf eure Fragen. Wer fängt an? Carsten Schellhorn vom Hessischen Rundfunk. Frage ich doch gleich nach dem Königstransfer EGTK. War euch klar, dass er so einen körperlichen oder konditionellen, wie man es immer nennt, Rückstand hat? Also dass er braucht, das habt ihr von Anfang an auch gesagt, aber dass das doch so stark ist oder hat sich das jetzt im Laufe der Tage, in denen er hier war, dann herausgebildet? Ja, ich glaube, das ist jetzt nicht so extrem, weil natürlich wussten wir, dass er natürlich wenig Spielpraxis hatte. Das ist immer ein Thema, weil natürlich die Spielintensität, die du natürlich dann, oder beziehungsweise holst du über die Spiele natürlich auch eine gewisse Grundfitness, gerade so was die fußballspezifischen Themen angeht. Das wussten wir aber, dass er da einfach ein bisschen Zeit braucht. Und jetzt geht es einfach darum, ist ein junger Spieler, der jetzt durch das Training, durch die Intensitäten auch im Training dann auch relativ schnell wieder auf das Level zurückkommt, um einfach dann auch über 90 Minuten Bundesligaspiele zu machen. Das geht natürlich bei so einem jungen Spieler auch relativ schnell, aber natürlich war uns klar, dass er jetzt noch nicht sofort spielfähig ist, sodass er 90 Minuten spielen kann. Aber ich denke, dass die Einwechslung in Köln und jetzt auch die 30 Minuten jetzt gegen Bochum schon gezeigt haben, dass er auf jeden Fall auch eine gewisse Fitness hat. Weil es
Es wird ja immer alle möglichen Thesen da herum. Wie war denn das jetzt? Wie lange hat er wirklich nicht mehr der Mannschaft trainiert? Und die Zeit, es hieß ja auch, er hätte dann gar nicht mehr trainiert. Hatte er einen Personal Trainer oder so? Ja, natürlich ist es so, dass er dann eine Phase auch nicht mehr mit der Mannschaft trainiert hat. Das war aber jetzt nicht immer ganz unüblich, weil du natürlich gerade in Transferphasen dann vielleicht auch der ein oder andere Club dann entscheidet, dass er gar nicht mehr dabei sein soll bezüglich Verletzungen und all Dinge, die dann passieren können. Aber natürlich hat er trainiert, hat mit dem Personal Trainer dann auch gearbeitet und natürlich weiter an seiner Fitness gearbeitet. Es geht grundsätzlich eigentlich, wenn wir über das Thema sprechen, eher um die Spielfitness und um die spezifischen Themen, die natürlich dann, ich sag mal, wenn du individuell trainierst oder wenn du jetzt keine Spieler hast, die dir dann natürlich fehlen, aber das kommt relativ schnell über das Training. Christopher Michel von den Fußball News. Markus, du hast angesprochen, dass ihr Kontinuität in den Kader bekommen wollt und einfach auch mal die Jungs zusammenhalten wollt. Jetzt gibt es ja schon wieder die ersten Gerüchte mit England, mit allen möglichen. Seid ihr jetzt auch da, vielleicht auch bedingt durch den sehr guten Transfersommer, in der Lage, eher mal Nein zu sagen, als es vielleicht in den Jahren davor auch der Fall war? Ja, grundsätzlich kommt es ja immer so ein bisschen dann darauf an, um welchen Spieler es sich handelt und wie letztendlich dann auch, die Angebote auch aussehen. Grundsätzlich ist es so, das habe ich aber auch schon öfter gesagt, ist halt kein Spieler unverkäuflich. Sicherlich ist es so, dass wir immer auch auf Transferlöse angewiesen sind und das wird sich auch in Zukunft jetzt erstmal nicht verändern. Deswegen kann ich das nicht ausschließen, dass jetzt dann schon auch jemand uns verlässt. Deswegen sage ich, wir wollen natürlich im Großen diesen Kader zusammenhalten. Wir wollen keine großen Umbrüche mehr haben, sondern wollen auch schauen, dass wir eine Kontinuität reinbekommen in den Kader. Das schließt aber nicht aus, dass wir auch immer auch mal Spieler abgeben werden. Das hat natürlich einfach was mit Entwicklung von Spielern zu tun. Das hat auch was mit Weiterentwicklung dann zu tun, wie jeder einzelne Spieler sich dann auch weiterentwickeln möchte. Und das habe ich ja auch immer gesagt. Und wenn sich ein Spieler halt schneller entwickelt als wir als Club, dann werden wir ihn auch ziehen lassen, wenn wir dann auch dementsprechend das erhalten, was wir uns auch vorstellen. Das wird sich auch in Zukunft nicht verändern, sondern es geht eigentlich grundsätzlich darum, dass wir eine gewisse Kontinuität haben und keine großen Umbrüche mehr haben, sondern dass wir uns natürlich dann auch dementsprechend entwickeln können als Mannschaft. Sonja Pahl von Hitradio FFH. Ja, Markus, wir haben jetzt über Perspektiven gesprochen. Gehen wir mal auf den jetzigen Zeitpunkt quasi heute. Ihr steht in der Bundesliga-Tabelle ja auf einem sehr guten europäisch Erreichplatz Nummer 6. Ihr seid in der Conference League am Donnerstag aktiv. Trotzdem gab es am Samstag ja nach dem Spiel eben die Pfiffe. Ihr habt im Blätterwald einiges Rauschen jetzt in den letzten Tagen vernehmen dürfen. Auch im Radio ist euch einiges entgegengeschallt. Wie nimmst du de facto heute, Stand heute, die Stimmung dann rund um deinen Verein, um deinen Club auch wahr? Ja, ich glaube, dass wir auch ehrlich mit uns selber sein müssen, dass momentan die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, nicht das ist, was wir haben wollen. Ich glaube, dass natürlich dann auch ein Stück weit auch Unzufriedenheit kundgetan wird, das müssen wir einfach auch leben. Das ist ja auch legitim. Wir müssen einfach sehen, dass wir ein Stück weit, ich sag jetzt mal, weniger klassisch, sondern mehr Heavy Metal im Stadion von unserer Seite sehen. Und das ist sicherlich das, was an den Sachen, wo wir dann einfach jetzt schnell auch arbeiten müssen. Natürlich ergebnistechnisch ist das sicherlich jetzt über die Gesamtsaison in Ordnung, aber natürlich leistungstechnisch haben wir natürlich noch sehr, sehr große Schwankungen und sind natürlich auch noch in vielen Bereichen haben wir noch Luft nach oben. Und es geht letztendlich um Aktivität, es geht um Aggressivität, es geht darum natürlich auch ein Stück weit, gerade bei uns im Stadion natürlich auch den Gegner unter Druck zu setzen und ein Stück weit auch zu Fehlern zu zwingen. Und da sicherlich haben wir das nur in Phasen geschafft in dieser Saison. Und das wissen wir auch gerade jetzt jüngst in den letzten Wochen. Das hat natürlich auch Gründe. Das hat auf der einen Seite auch was mit einer gewissen Entwicklung auch zu tun. Das hat natürlich auch mit einer Fluktuation zu tun. Die Jungs vom Afrika Cup sind dann später wieder dazugekommen. Neue Spieler sind dazugekommen. Aber trotzdem sehen wir das natürlich auch. Und das ist natürlich trotzdem auch was uns nicht zufriedenstellt, weil wir einfach auch einen anderen Anspruch an uns selber haben und auch vor allen Dingen an die Art und Weise haben. Und deswegen ist natürlich schön, dass wir Sechster sind. Wir wissen aber auch, dass wir noch sehr, sehr viele Schwankungen hatten und dass wir auch in einigen Spielen auch, sagen wir mal, auch das nötige Matchglück hatten.
Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Und es geht jetzt einfach darum, einfach stabiler einfach eine, ja, einen Fußball zu spielen, der, wie gesagt, weniger klassisch ist, sondern mehr Heavy Metal und Spielkontrolle und Dominanz kommt dann. Und als erste Linie geht es darum, Tore zu schießen. Und dafür musst du letztendlich auch ein Stück weit mutiger sein. Und das ist sicherlich das, was uns momentan so ein bisschen in gewissen Situationen fehlt. Aber wie gesagt, an den Dingen arbeiten wir und der Trainer arbeitet auch mit der Mannschaft. Und Dino ist natürlich ein sehr ambitionierter Trainer, der natürlich auch in vielen Dingen versucht natürlich auch ein Stück weit ein perfektes Spiel hinzubekommen, aber das dauert natürlich. Und es geht jetzt einfach darum, dass wir jetzt schauen, dass wir mutiger nach vorne spielen, dass wir zielstrebiger nach vorne sind, dass wir konsequenter in den Spiel nach vorne sind. Und dann werden wir auch mehr Tore schießen, dann werden wir auch mehr Spiele gewinnen und dann wird es auch deutlich attraktiver aussehen. Carsten Scheller. Fällt mir nur gerade ein, ihr habt ja jetzt gerade in Köln gespielt, leider nicht so erfolgreich für euch, aber so den Job des Sportvorstands oder das, was ihr jeden Tag macht, wenn ihr dann diesen Fall 1. FC Köln seht, die sich durch einen Transfer vielleicht ihre ganze Zukunft zerschossen haben, dann, was man in England jetzt sieht mit dem Financial Fair Play, dass da einige Teams wirklich jetzt auch Punkteabzug kriegen oder so. Sind diese ganzen Sachen, schaut man sich das sehr, sehr genau an oder guckt man jetzt bei jedem Transfer noch mal mehr drauf oder so? Ist das anders geworden, dieses Geschäft? Muss man da mehr Dinge beachten? Weil ich sag mal, der Fall Köln ist ja wirklich ein warnendes Beispiel. Ja, es ist natürlich schon so, dass es gewisse Regularien halt auch gibt, gerade bei minderjährigen Transfers. Das heißt, da muss man dann schon ein bisschen drauf aufpassen. Aber im Großen und Ganzen hat sich jetzt nicht wirklich was verändert. Es gibt natürlich gewisse Regeln, die musst du halt einhalten. Und da sind natürlich die sind unterschiedlich gelagert. In Köln ist es letztendlich eine Regulatorik bezüglich Minderjährigen gewesen. Und bei Financial Fairplay, das ist halt auch eine Regulatorik, die es nun mal gibt, aber wir müssen letztendlich jetzt da nicht groß mehr uns mit Dingen beschäftigen als in der Vergangenheit auch. Und wir versuchen einfach im Sinne der Regel dann auch die Transfers auch zu machen, damit uns das nicht passiert. Marc Heinrich von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich habe nochmal eine Nachfrage zu dem Hugo Etikete-Transfer. Wenn ich Dino Toppmöller richtig verstanden habe, hat er die letzten 4 Monate kein Mannschaftstraining gemacht. Hat er euch mal erklärt, warum das so war? Weil du ja eben auch gesagt hast, der hat sich mit einem Personal Trainer fit gehalten. Aber das ist ja dann nur das Wintertransferfenster wahrscheinlich gewesen. Ich kann das nicht beurteilen, warum, wieso Hugo jetzt da wie trainiert hat, nicht trainiert hat, mit wem trainiert hat, tut auch für mich grundsätzlich nicht zur Sache. Also das ist letztendlich eine Entscheidung von PSG gewesen. Ich will die jetzt nicht bewerten, das ist letztendlich deren Entscheidung, sicherlich für den Spieler nicht optimal gewesen, aber jetzt ist Hugo ja hier, trainiert regelmäßig mit der Mannschaft und kriegt auch Spielzeit, von daher ist es jetzt für mich nicht wirklich relevant, warum das bei Hugo in Paris so war. Ingo Durstewitz von der Frankfurter Rundschau. Jetzt ist ja am Donnerstag ein nicht ganz unwichtiges Spiel jetzt in Europa. Das war jetzt bis jetzt auch nicht so der Eintracht-Style, den man aus den letzten Jahren irgendwie kannte. Wie ist denn die Bedeutung der beiden Spiele und wie schätzt du den Gegner generell ein? Ja, es ist natürlich ein extrem wichtiges Spiel. Ne? Ich meine, letztendlich ist es so, dass wir auch in der Conference League so weit kommen wollen wie möglich. Und das ist natürlich jetzt auch, jetzt kommt ja auch jetzt immer diese Crunch-Time, wo du natürlich jetzt auch wieder alle 3 Tage spielst, wo du international spielst in Verbindung mit Bundesliga dann. Und natürlich ist es eine gute Mannschaft. Und da müssen wir schon sehen, dass wir echt auf Top-Level sind, um die zu schlagen. Aber wie gesagt, unser Ziel ist es einfach auch wieder eine sehr gute Conference League Saison zu spielen. Sicherlich waren wir in der Vorrunde, haben wir auch viele Spiele dabei gehabt, die nicht so gut waren, das wissen wir auch, aber das ist letztendlich auch das zu dem, was ich ja vorher auch schon gesagt habe, dass wir auch uns da in den Bereichen einfach weiterentwickeln müssen, damit wir einfach eine höhere Konstanz und auch international vor allen Dingen jetzt auch gerade, wenn es in die K.O.-Phase geht, eine größere Konstanz in unseren Leistungen haben. Nicolas Richter von SGE Forever.
Sie haben jetzt im Winter viele Spieler mit neuen Verträgen ausgestattet, auch viele Spieler abgegeben oder auch verliehen. Sie haben jetzt noch persönlich Vertrag bis zum nächsten Sommer. Gab es schon Überlegungen, diesen Vertrag eventuell zu verlängern? Nee, also ich meine, letztendlich, ich glaube, jeder weiß, wie sehr ich mich, wie wohl ich mich hier fühle und wie gerne ich hier arbeite. Und von daher habe ich mich auch in den letzten Wochen eher andere Themen gehabt, als sich jetzt mit meinem Vertrag auseinanderzusetzen. Musste mich eher mit Verträgen von anderen auseinandersetzen. Da hatte ich genug zu tun. Aber wie gesagt, ich fühle mich total wohl und mir macht es total Spaß. Und wir haben jetzt auch eine richtig spannende Mannschaft und haben viel vor mit der Eintracht. Von daher mache ich mir über andere Sachen eigentlich gar keine Gedanken momentan. Julian Franzke vom Kicker. Ja, hallo Markus, auch nochmal mit Blick auf das Spiel am Donnerstag gefragt. Das ist ja eine Mannschaft, die so ein bisschen RB-typisch sehr stark auf Gegenpressing setzt. Wird das so ein bisschen vielleicht auch die Nagelprobe für eure Spielidee, dass man, sagt man, auch aus Drucksituationen sich eben spielerisch befreien zu wollen, dass man sagen kann, wenn es in so einem Spiel funktioniert, hast du da natürlich sehr große Erfolgschancen, weil du selbst die Räume kriegen willst. Umgekehrt, wenn es krachen scheitern sollte, dass man vielleicht auch da überlegen muss, einfach die Spielweise ein bisschen umzustellen? Ja, schon, klar. Auf der einen Seite geht es natürlich darum, es ist immer schwierig, gegen eine Mannschaft, die hochpresst, dann auch Lösungen zu haben, gerade im Spielaufbau auch. Das hat man auch jetzt gegen Bochum ja gesehen, die das auch sehr, sehr gut machen. Sicherlich geht es da immer darum, eine gute Mischung zu haben. Auf der einen Seite natürlich auch im Spielaufbau, einen kontrollierten Spielaufbau zu betreiben, aber auf der anderen Seite natürlich auch zielstrebig nach vorne zu spielen. Und sicherlich ist es immer bei einer attackierenden Mannschaft so, die gerade im Anlaufen gut ist oder die auch im Gegenpressing gut ist, dass man natürlich dann schauen muss, dass wir dann auch relativ schnell dann nach vorne spielen und dann einfach auch das Pressing überspielen und dann ergeben sich natürlich Räume. Von daher geht es, glaube ich, immer so ein bisschen darum, eine gute Mischung zu finden, auch in diesem Spiel. Es macht sicherlich keinen Sinn, jetzt die Spielidee komplett zu verändern und sagen, wir spielen jetzt nur noch auf den zweiten Ball, sondern es geht schon darum, auch dabei zu bleiben und konstant jetzt auch dann auch zu entwickeln, dass wir Spielaufbau auch unter Druck oder Gegnerdruck machen. Aber trotzdem geht es natürlich auch darum, zielstrebig nach vorne zu spielen und dann einfach auch die Räume zu nutzen. Und darum geht es natürlich jetzt gerade auch jetzt am Donnerstag, klar. Lukas Dombrowski von der Sportbild. Ja, hallo Markus. Einen Schlenker noch zurück auf das Transferfenster. Auch so auf den Weg zu den Transfers hin. Ihr habt einige Spieler früh im Januar geholt, beim Stürmer dann jetzt doch noch so ein bisschen last minute abgewartet. Habt ihr quasi, oder kann man im Rückblick sagen, dass ihr seit 2. September im Markt auch gemerkt habt, dass alle wissen, dass ihr 95 Millionen habt und sind da so alle taktischen Überlegungen, auch was vielleicht andere Namen, Angebote etc. angeht, so aufgegangen über das Fenster? Ja, man hat natürlich, ist ja klar. Ich meine, immer wenn du einen Transfer machst in solchen Größenordnungen, dann kriegen das ja die Leute im Markt mit. Und dann ist es natürlich so, wenn du als Eintracht Frankfurt dann irgendwo anrufst, dann schlagen sie mal eben 20-30% drauf. Für uns ist es halt immer wichtig, dass wir natürlich nie uns irgendwo in eine Situation bringen oder auch bringen lassen wollten, dass wir unter Druck geraten. Also das heißt, dass wir uns jetzt sofort festgelegt haben. Natürlich haben wir immer 3-4 Spieler gehabt, die bei uns im Kopf waren, die für uns Alternativen waren. Wir haben auch überlegt, natürlich, welche Profile brauchen wir. Das mussten wir uns natürlich auch erstmal klar werden darüber. Jetzt, das ging nur, dass wir erstmal unsere Mannschaft bewerten. Die aktuelle Saison dann auch bewerten, was fehlt uns wirklich, welche Fähigkeiten müssen wir hinzufügen, um vielleicht ein Stück weit variabler zu sein oder was fehlt uns wirklich. Aber dann haben wir natürlich immer geguckt, dass wir immer 3, 4, 5 Kandidaten hatten, die wir dann immer unterschiedlich natürlich auch in unserem Kopf hatten, sodass wir immer, ich sag jetzt mal, immer in der Situation waren, dann auch zu sagen, nee, das machen wir nicht, wir machen was anderes. Ich glaube, das ist wichtig. Generell, wenn du, gerade bei der Stürmer-Thematik ist ja eine Thematik, die sowieso schwierig ist. Es gibt nicht so viele gute Stürmer auf dem Markt. Und wenn, dann sind sie natürlich begehrt, um einen Stürmer zu verpflichten, der bei einer Mannschaft regelmäßig spielt. Im Winter ist auch sehr, sehr schwierig. Von daher hat man natürlich auch, war es natürlich ein Stück weit auch so, dass wir geguckt haben, ein bisschen nach Fähigkeiten, die uns dann wirklich fehlen und wo gibt es die Möglichkeiten. Und natürlich hilft uns natürlich in so einer Phase, dass viele Namen gespielt worden sind. Nochmal schönen Dank an alle Transferexperten. Hat uns dann in der Zeit wirklich geholfen, dass wir jetzt dann auch ein Stück weit uns nicht in die Karten schauen lassen mussten. Ist das jetzt richtig? Ja. Und von daher haben wir das dann ja Gott sei Dank auch so hinbekommen, dass bei Sascha ja, glaube ich, ganz spät erst jemand den wirklich auf dem Radar hatten und bei Hugo
war es dann einfach so, dass wir ja schon auch im Sommer ja dran waren. Da war es einfach so, dass PSG da noch Forderungen hatte, die wir nicht erfüllen wollten. Und jetzt im Winter hat es dann geklappt. Aber da haben uns sicherlich natürlich die Phase geholfen, wo unheimlich viel spekuliert wurde. Und somit konnten wir schön im Hintergrund unsere Dinge vorbereiten. Sonja Pahl, Hetradio FFH. Markus, du hast ja auch immer dein Ohr oder Ohren immer direkt an deiner Mannschaft logischerweise auch dran. Und du hast vorhin so schön erzählt von Fluktuation, von ja, sich erst finden müssen, Entwicklung. Inwieweit nimmst du denn jetzt deine Mannschaft wahr? Ist das schon ein verschworener Haufen oder der Eindruck könnte auch sein, da sind auf der einen Seite die gesetzten etwas älteren Spieler und auf der anderen Seite die junge Horde, die sehr französischen Einschlag hat, die so ein bisschen getrennte Wege im Moment noch voneinander gehen. Was ist dein Eindruck? Nein, ich glaube, dass natürlich jetzt eine gewisse, es ist ja immer ein Stück weit so, dass jetzt bei einer Mannschaft auch unterschiedliche Gruppierungen gibt. Das ist ganz normal. Also das ist, ich glaube, in jedem anderen Beruf auch so, dass natürlich das immer auch Spieler gibt, die oder Mitarbeiter gibt, die sich dann zu anderen Mitarbeitern oder Spielern mehr hingezogen fühlen und mehr in der Freizeit vielleicht machen als sonst. Aber ich denke, so in der Kabine haben wir wirklich eine gute Stimmung. Auch unsere erfahrenen Spieler sind natürlich auch sehr wichtig, denn da auch die, ich sage jetzt mal, auch Eintracht Frankfurt zu erklären. Ich meine, wir haben ja das Glück, dass wir natürlich mit Timmy, mit Kevin, mit Makoto, mit Seppel natürlich auch Jungs haben, die schon lange bei der Eintracht sind und natürlich dann auch den neuen Spielern und den jungen Spielern auch erklären, was ist Eintracht Frankfurt eigentlich, was macht eigentlich die Eintracht aus, und von daher ist das, glaube ich, auch wichtig und natürlich gibt es natürlich auch die Familienväter, die den vielleicht jetzt dann auch dann abends jetzt nicht ins Restaurant gehen und Sushi essen, sondern lieber zu Hause bei der Frau sitzen, von daher ist das auch normal, aber wir haben eine wirklich gute Stimmung. Ich glaube, dass die Typen auch sehr, sehr gut zusammenpassen, wie unterschiedlich sie auch immer sind, aber es sind richtig gute Jungs und natürlich haben wir jetzt den einen oder anderen Franzosen, das ist so, aber das ist vollkommen egal, weil letztendlich, es geht nicht um Nationalität, sondern es geht einfach darum, wie ist man als Typ und da passen die, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr gut zusammen und natürlich ist es auch, ja, es sind auch eine junge Mannschaft, ne? Es sind natürlich sehr, sehr viele Junge dabei und von daher glaube ich, dass es gut passt von der Mischung her. Ja. Christopher Michel. Um nochmal auf einen Namen zu kommen, Donny van de Beek, den ihr ja früh verpflichtet habt, jetzt schon im Winter jetzt nicht nominiert für den Conference League Kader. Klar gibt es dafür Erklärungen, trotzdem für ihn natürlich eine Enttäuschung. Wie siehst du jetzt generell ihn nach knapp 6 Wochen bei der Eintracht und wie weit sind da schon die Überlegungen bezüglich Kaufoptionen? Wie intensiv seid ihr da im Gespräch mit ihm und Manchester? Ja, momentan führen wir noch gar keine Vertragsgespräche. Also es geht jetzt erstmal darum, ich glaube, Donny, für ihn war es jetzt natürlich nicht einfach, jetzt nicht nominiert zu sein, aber der Trainer hat natürlich das auch schlüssig erklärt. Das ist dann halt manchmal so, weil natürlich auch die Regulatorik so ist, dass wir im Winter nicht so wirklich viel nachnominieren konnten oder verändern konnten. Und sicherlich hat Donny seine Anlaufzeit gebraucht, aber ich fand jetzt auch, gegen Bochum ist er gut reingekommen und da geht es auch wieder um diese fußballspezifischen Themen und das war uns auch klar, dass es etwas braucht, aber ich finde, er hat in Leipzig ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht und hat natürlich fußballisch richtig gute Fähigkeiten und kann uns da auch jetzt in den nächsten Wochen und Monaten auch helfen, dass es auch mal das ein oder andere Spiel dabei ist, was nicht so gut war, das ist auch normal, das hat immer was mit Rhythmus zu tun, aber wie gesagt, hat gegen Leipzig ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht und auch jetzt ist er sehr, sehr gut reingekommen, von daher würde uns noch sehr, sehr viel helfen. Andreas Schirmer von der Deutschen Presseagentur. Herr Kröscher, man hatte so den Eindruck, dass der Dino Topmöller so nicht ganz zufrieden war, wie jetzt in letzter Zeit so die Kritik über ihn hergeprasselt ist. Mitgliederversammlung ein Stichwort gewesen. Dann haben Sie sich bemüßigt gefühlt, dann auch nochmal ihn zu unterstützen vor dem Spiel, vor dem letzten und so. Wie ist denn seine Verfasstheit? Nimmt er das jetzt sehr persönlich, wie ist es? Ist er ein bisschen angeschlagen oder was für ein Gefühl? Nein, ich meine, wie gesagt, ich habe das ja vorhin schon gesagt, Dino ist halt noch ein ambitionierter Trainer, der natürlich auch einen hohen Anspruch hat an sich selber und auch an, wie wir Fußball spielen wollen. Das ist dann auch mal losgelöst vom Ergebnis. Natürlich sind Ergebnisse immer wichtig, aber natürlich hat er auch, wie gesagt, auch ambitionierte
Ansprüche an sich selber und auch an die Mannschaft und wie wir Fußball spielen wollen. Und dass Kritik natürlich kommt, wenn wir auch momentan so Fußball spielen, das ist für ihn jetzt auch kein Thema. Und er nimmt das jetzt auch nicht persönlich, weil letztendlich ist es so, damit müssen wir natürlich auch alle leben. Also wenn wir keinen guten Fußball spielen, wenn wir jetzt nicht das, was so auf den Platz bringen, was uns eigentlich auszeichnen soll, dann ist es auch normal, dass man kritisiert wird. Und das nimmt Dino total professionell auf. Und wie gesagt, ist auch nicht zufrieden mit der Situation. Aber wie gesagt, er macht einen guten Job. Er ist da wirklich auch versucht immer wieder Lösungen zu finden, auch damit wir uns weiterentwickeln. Und von daher, gehört es einfach auch zum Geschäft, dass er dann auch mal kritisiert wird und mit der Kritik umgehen muss. Das ist aber für ihn auch kein Problem und für uns auch nicht. Roland Palmert von der Bild-Zeitung. Nochmal zum Transferfenster. Du hast ja uns erklärt, wie das alles geklappt hat, was ihr euch vorgenommen habt mit den Spielern. Hat irgendetwas nicht geklappt, was wir gar nicht wissen, wo man sagt, scheiße, der wäre noch. Das wäre gut gewesen. Es wäre ja strategisch schlecht, wenn ich das jetzt sagen würde, oder? Nee, also im Großen und Ganzen muss man sagen, ist das, was wir uns vorgenommen haben, hat eigentlich ganz gut geklappt. Sicherlich war das auch ein langer Prozess und war auf dem Weg natürlich auch mal ein paar Rückschläge dabei, wo wir gesagt haben, das hätten wir gern gemacht, passt aber nicht oder kriegen wir nicht oder haben wir keine Möglichkeit. Aber im Großen und Ganzen konnten wir, man muss ja auch sagen, auch uns lange darauf vorbereiten. Also wir haben ja praktisch schon lange dieses Transferfenster vorbereiten können. Wir wussten auch ein Stück weit immer, was wir machen wollten. Von daher hatten wir auch genug Zeit, die Dinge auch dementsprechend dann so vorzubereiten, dass wir sie dann auch im großen Teil dann auch finalisieren konnten. Und natürlich hätten wir auch gerne mit Aurel Amenda natürlich versucht, den jetzt auch im Winter schon dazu zu holen, was ihm sicherlich auch gut getan hätte, aber der kommt dann letztendlich dann im Sommer und das ist aber auch für uns in Ordnung. Ingo Dürstewitz, Frankfurter Rundschau, dann Julian Franzke vom Kicker. Das ist ja ein ganz gutes Stichwort. Ihr habt ja noch, also zusätzlich noch zwei Spieler im Vorgriff schon auf den Sommer. Bahoya ist ja jetzt auch, also der wird auch noch ein bisschen Zeit brauchen, 18 Jahre alt. Und dann habt ihr, hast du selbst gesagt, Rode, wahrscheinlich hört der Sebe auch auf irgendwann mal. Liegt an ihm. Ja, wie soll denn die Mischung dann im Sommer sein? Also weil nur mit jungen Wilden wird es ja auch nicht funktionieren. Und was ist mit Igor Matanovic? Der nimmt ja eine ganz prima Entwicklung. Ja, der macht es echt gut. Ich glaube, es war auch der richtige Schritt jetzt einfach nochmal ausgeliehen zu werden und dann da auch regelmäßig Spielzeit zu bekommen. Und spielt echt eine richtig gute Rolle in Karlsruhe, macht jetzt auch seine Tore und wir versuchen auch und sind auch mit ihm schon länger im Austausch, dass wir jetzt auch noch längerfristig zusammenarbeiten, sodass wir den Vertrag verlängern wollen. Da sind wir im Austausch, mal gucken, wie schnell und wie weit wir da jetzt kurzfristig kommen. Grundsätzlich ist zu der Kaderstruktur zu sagen, dass es natürlich immer, wir versuchen schon immer eine gute Mischung zu haben zwischen erfahrenen Spielern und auch jungen Spielern mit Potenzial. Ja. Und wir haben natürlich jetzt eine Achse, ich sage jetzt mal, wo auch Seppel jetzt mit dazugehört, Makoto mit dazugehört. Wenn Seppel jetzt, hört ja im Sommer auf, wenn Makoto sich jetzt entscheidet zu sagen, er beendet seine Karriere, dann haben wir ja trotzdem noch natürlich mit Kevin, mit Robin, mit Elias, mit Mario natürlich auch noch eine Achse, die dementsprechend auch da ist. Was wir dann im Sommer noch dazu holen, müssen wir mal schauen. Auch letztendlich, was haben wir noch für einen Bedarf? Was brauchen wir jetzt noch an Fähigkeiten? Also grundsätzlich geht es immer darum, eine gute Mischung zu haben. Also wir wissen auch, dass es nicht nur mit jungen Spielern geht, weil letztendlich ist es auch so, junge Spieler auch Schwankungen haben und ein Stück weit auch nicht zu schnell zu viel Verantwortung übernehmen sollen, weil dann hemmt es natürlich auch Entwicklung. Aber gleichzeitig geht es auch nicht nur mit erfahrenen Spielern. Ich glaube, es kommt immer so ein bisschen auf die Mischung drauf an. Jetzt schauen wir auch mal, wie sich die Jungen jetzt entwickeln, auch als Persönlichkeit entwickeln. Und dann gucken wir mal, was wir im Sommer machen. Aber im Großen und Ganzen geht es immer darum, eine gute Mischung zu haben und eigentlich auch immer mit einer Achse, so wie wir es jetzt auch haben, dann eigentlich immer auch in die Saison zu gehen. Und wie gesagt, auch wenn Seppel und Makoto, wenn er dann aufhört, haben wir trotzdem ja noch genug Erfahrung in der Mannschaft. Julian Franzke.
Markus, jetzt wird es ja so sein, dass Karlajcic, Mamouche, Chaibi erstmals wirklich voll zusammenspielen können, auch in der ersten Elf, da gibt es ja spannende Möglichkeiten, ob es jetzt eine Doppelspitze ist mit Chaibi auf der 10 dahinter oder Karlajcic und Mamouche und Chaibi auf den Halbpositionen. Wie wird das euer Offensivspiel verändern? Was versprichst du dir davon? Jetzt doch nochmal andere PS und von Ekitike, der ja vielleicht in ein paar Wochen dann von Anfang an spielen kann, reden wir noch gar nicht. Ja, ich glaube, das ist eine spannende Konstellation. Es sind natürlich Jungs mit unterschiedlichen Fähigkeiten und die auch in unterschiedlichen Kombinationen halt zusammenspielen können. Das ist letztendlich dann auch ein Stück weit Dino und sein Trainerteam müssen es dann entscheiden, wie sie es letztendlich auch dann immer von Woche zu Woche oder jetzt in dem Fall Donnerstag, Sonntag auch entscheiden. Aber es gibt uns natürlich viele Alternativen, viele unterschiedliche Fähigkeiten und ich hoffe, dass wir einfach jetzt ein Stück weit auch mehr offensive Power entwickeln, deutlich mehr Torchancen uns herausspielen und deutlich mehr Tore schießen. Das ist das, was ich mir eigentlich dann auch davon erhoffe. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, Christopher Michel. Markus, nochmal auf das Thema Umbruch zurückzukommen. Wenn er jetzt trotzdem schon mal wieder nach vorne guckt, es kommen jetzt schon diese drei Transfers, die angesprochen wurden. Es wird ein Seppel Rode aufhören, Makoto Hasebe, Klammern, zwei Leihspieler, wo es noch unklar ist, ob sie bleiben. Mal jetzt ganz profan gefragt, wann fängt ein Umbruch denn überhaupt an? Wie definierst du das für dich? Oder ist das schon wieder ein Umbruch oder sagst du erst, wenn, weiß ich nicht, wie letzten Sommer 15 Spieler gehen und 17 neue dazukommen? Ja, die Frage ist schon berechtigt, ja, das stimmt. Das ist auch die Frage, die wir uns oder ich mir natürlich dann manchmal auch stelle, ab wann fängt eigentlich ein Umbruch an? Umbruch spreche ich eigentlich immer davon, wenn es jetzt darum geht, Leistungsträger, wenn viele Leistungsträger uns verlassen. Ich glaube, dass wir immer in jedem Kader eine natürliche Fluktuation haben von Spielern, wo wir sagen, wir sind vielleicht schneller gewachsen, schneller entwickelt als vielleicht der ein oder andere Spieler. Dann gibt es natürlich auch immer die Interessen der Spieler, die selber auch mehr Spielzeit wollen, die sich in der Rolle dann vielleicht nicht mehr so wiederfinden, dann nur punktuell eingesetzt zu werden. Von daher wirst du immer eine Fluktuation haben von 3, 4, 5 Spielern. Das wirst du nicht verhindern können. Umbruch spreche ich eher dann davon, wenn du 4, 5 Leistungsträger verlierst. Das ist sicherlich das, was wir in der Zukunft vermeiden wollen. Ja. Aber stimmt schon. Ja. Muss man mal genau an der Definition achten. Ja. Stimmt. Ingo Durstewitz. Ich hatte mich mit dem einen oder anderen auch mal darüber unterhalten. Ich glaube, die Kollegen von der Bild hatten das auch jetzt mal aufgegriffen, aber das war hinter der Bezahlschranke, bin ich raus. Geld haben kommt von Geld halten, ne? Oder? Nee, weil es häufiger mal heißt, so ihr orientiert euch so ein bisschen oder du, so was auch die Philosophie angeht, auch die, an FC Arsenal, dass es so heißt, Trainer braucht Zeit und die Mannschaft braucht Zeit, um zueinander zu finden und dass das dann auf Strecke irgendwie so eine Erfolgsgeschichte geben könnte. Ist das so oder ist das tatsächlich so? Na, ich weiß natürlich, dass wenn du natürlich sehr viele Wechsel in der Mannschaft hast, wenn du auch ein Trainerteamwechsel hast und das in dieser Kombination, ist es natürlich automatisch so, dass es Zeit braucht, weil du hast eine andere Ansprache, du hast einen anderen Ansatz für die Spieler, die da sind oder die da waren vorher durch das neue Trainerteam. Du hast dann wiederum viele Spieler, und das sind ja bei uns relativ viele Spieler, die neu dazukommen, in neues Umfeld, neue Umgebung, neuer Ansatz, neues Land eventuell. Dann müssen sie sich auch natürlich auch erstmal selber finden, hier anzukommen in Frankfurt. Dabei helfen wir denen, glaube ich, so gut wir können mit unserem Integrationsteam. Das machen die wirklich sehr, sehr gut. Und dann ist die Kombination noch, das zusammenzubringen. Diese Fähigkeiten, die der jeweilige Spieler mitbringt, wenn er dann einmal angekommen ist in Frankfurt, plus natürlich auch diese Transformation aus einer anderen Liga. Dann in der Bundesliga ist eine ganz andere Intensität, als es vielleicht auch in Frankreich der Fall ist oder in anderen Ländern. Und dann geht es einfach darum, dass diese Kombination aus neuer Ansatz, neues Trainerteam in der neuen Umgebung, das auch erstmal ankommen muss in Verbindung mit den Spielern, mit den neuen Spielern, die dann wiederum erstmal ankommen müssen und dann auch das zu verstehen, was letztendlich dann auch das Trainerteam will, plus die Spieler, die länger da sind, auch ein neuer Ansatz, weil sie natürlich vorher oder beziehungsweise noch nicht zusammengearbeitet haben. Und das ist normal, dass dieser Prozess einfach deutlich länger dauert, als wenn wir sagen würden, bestehendes Trainerteam, zwei Wechsel, schon lange dabei. Man gibt vielleicht so ein, zwei Beispiele, wenn man mit VfB Stuttgart jetzt mal sieht oder auch
oder auch Bayer Leverkusen, die auch schon im Großteil über einen längeren Zeitraum zusammenspielen, sieht man natürlich auch automatisch mehr Automatismen und mehr Abstimmung und dann funktionieren natürlich auch Inhalte, die dann auch vielleicht neu kommen. Alonso ist neu gekommen oder aber auch dann Hoeneß. Dann funktionieren die Dinge natürlich auch etwas schneller. Und bei uns in der Kombination ist es natürlich schon ein großer Umbruch auf allen Ebenen. Und deswegen sage ich auch, dass es einfach ein bisschen Zeit braucht. Und das werde ich auch immer noch mal sagen, weil ich halt weiß, dass es einfach Zeit braucht. Ich glaube, dass wir uns generell dann auch diese Zeit geben sollen. Und ich achte natürlich auch immer entscheidend natürlich darauf, wie arbeiten die Einzelnen miteinander. Und da macht das Trainerteam mit dem Staff wirklich einen sehr, sehr guten Job. Die Jungs wollen auch unbedingt. Also wir haben jetzt kein Mentalitäts- oder Einstellungsthema überhaupt nicht, sondern die wollen unbedingt auch die Dinge umsetzen. Sind vielleicht in der einen oder anderen Situation noch ein bisschen zu verkrampft, was aber auch normal ist. Und jetzt geht es einfach darum, da eine gewisse Verbindung weiter herzustellen und dann auch die Inhalte, dann, dass die Jungs das verinnerlichen und es dann einfach auch umsetzen. Und das dauert Zeit. Auf der anderen Seite sind wir aber trotzdem selbstkritisch und sagen, klar, bei aller Zeit, die wir auch den Jungs geben und bei Verständnis, die wir auch haben, haben wir trotzdem Anspruch an die Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen. Und das hat nichts damit zu tun, Fehler zu machen oder Gegentore zu bekommen oder auch mal ein Tor nicht zu machen. Darum geht es mir gar nicht. Sondern es geht einfach um den Grundansatz. Und da, glaube ich, sind wir dann auch schon selbstkritisch genug, dass das momentan noch nicht das ist, was wir machen wollen. Und dass es auch gar nicht darum geht, das perfekte Spiel zu haben. Das ist in der kurzen Zeit gar nicht möglich. Da brauchst du einfach eine gewisse Zeit, um das perfekte Spiel in Anführungsstrichen dann auch erwarten zu können. Aber es geht einfach um diese Basisthemen, die einfach für uns wichtig sind und einfach um den Mut, dann auch guten Offensivfußball zu spielen. Gut, dann darf ich mich bei euch bedanken und darauf verweisen. Morgen um 14 Uhr das öffentliche Training vor unserem Auswärtsspiel am Donnerstag. Die ersten 15 Minuten sind frei für euch und dann um 18.45 Uhr sehen wir uns im Lottopark in Anderlecht. Ich glaube, 27 Journalisten reisen mit, also europäischer Fußball bei Eintracht Frankfurt nach wie vor das Ding und das wollen wir natürlich dann auch auf dem Platz sehen am Donnerstag. Vielen Dank und bis morgen. Ciao.